Rapper Mittwoch Battle Mania Finale. Jeder zweimal 1,5 Minuten A Cappella. Du wurdest als erster gezogen, du bist als erstes ins Finale eingezogen, deswegen entscheidest du. Alle guten Dinge sind drei. Ficker. Ficker. Rapper Mittwoch Battle Mania Finale. Finale. Ich fang an. Wow. Cassius Clay will anfangen. Hört genau zu, seid mal jetzt alle ruhig. Yo, Bisek, du Opfer. Welche relevanten Infos willst du in der Show verwerten? Dicker, ich fick deine Schlampe, dann wird dich die Ho enterben. Heute wird der Homo sterben, währenddessen spielt Greg Pipe mit deiner Fresse Dosen werfen. So oder so ähnlich hätte das heute geklungen, aber dank Piseks Krankheit bin ich jetzt gezwungen, einen Ersatzgegner zu bumsen. Was geht ab, Mick-Typ, Alter? Denn nur weil Pisek nicht da war, bumse ich jetzt diesen Versager. So wie sein Vieh von der Mama, die letzten Dienstag noch da war. Und ihr riesiger After dient zu meinem Lied dann als Schlaftarzt, Alter, die Nutze gibt schon Arsch für eine Pina Colada. Und es steht außer Frage, dass ich hier heute Abend Gewinner bin. Wo wollt ihr mit so einem nichtsaussagenden Spinner hin? Ey, so einer wird eure Klickzahlen nicht in den Himmel bringen, aber ich finde, ihr hättet euch auch einen Award verdient. Für die gelungene Integration von Behinderten. Dicker, was laberst du vom echten Berlin? Alles, was du machst, ist fake und nicht real? Wahrscheinlich willst du Fotze mir gleich noch erzählen, Kollege Rap wie Rakim? Mann, deine Fresse sieht aus wie aus der Presse geklaut. Wie von einem schwarz-weißen Postvergasungs-KZ-Foto aus. Dicker, mein Rap ist wie ein Schwanz und der fickt dich heute anal. Bis dein Gesicht aussieht wie ein abgelaufenes Schnitzel mit Parmesan und an deinem unförmigen Wanz nichts mehr sitzt, wo es einmal war. Dass du nach dem Battle behindert bist, hab ich gesagt! Ja, yeah. Und es ist kein Gerücht, dass deine Bitch sich in mich verliebte, weil mein riesiger Schwanz jedes Loch, das sie hat, befriedigt. Und mit deinem Stummel ist egal, auch wenn du ihr noch so viel Liebe bietest, immer wenn du sie fixst, ist ihr langweilig und sie kommt einfach nicht wie Pisek. Ach und Pisek, was hast du denn? Erkältung, Grippe oder was am Mittelohr? Ich tippe mal auf Lepra, denn spätestens heute hast du Schwanz dein Gesicht verloren. Time! Schöne erste Runde von Cassius Clay. Hört genau zu, kommen wir nun zur ersten Runde von Mighty P. Ja. Bitte konzentriert euch. Jo. Dass du hier so aggressiv deine Parts schiebst, finde ich wirklich okay. Du verwechselst was, diesen Behinderten-Integrations-Bambi, den kriegt man nur beim JBB. Und ganz ehrlich, darüber muss ich mich ja hier mit keinem streiten, aber das ist ein Video-Battle-Rapper und dich können wir hier nicht besonders gut leiden. Ja, ganz ehrlich, Alter, guck mal, du stehst hier wieder, Cynic hat dir derbe den Arsch versohlen und als hätte das nicht gereicht, werden jetzt auch noch Cynic seine Gimmicks gestohlen. Was bist du denn für eine Fotze, Alter? Macht man das so, sitzt man auf dem PC, stückt erst bei Cynic Steuerung V und dann im eigenen Video Steuerung C? Was ist mit dir los, Alter? Yo, und du bist für mich alles, aber du bist für mich kein Banger. Und an der Aussage, ich hasse A Cappellas, hat sich immer noch nichts geändert. Ich mag das nicht. Ich bin Freestyle-MC. Seit 6 Jahren mache ich diese Scheiße. Und ganz ehrlich, eine Erfolgsstory schreibe ich auf eine eigene Art und Weise. Denn ich habe mich nicht 6 Jahre lang hingesetzt und mir den Arsch aufgerissen, um Leute wie Pisek, Bongtaggy und sonst wem im Freestyle zu ficken. Verstehst du, was ich meine? Ja. Und ganz ehrlich, auch wenn hier überall Red Bull-Dosen rumstehen, Digga, hier wird's heute nicht handgreiflich und ich entschuldige mich jetzt schon mal bei dir, weil für dich wird's heute ziemlich langweilig. Denn ganz ehrlich, wenn ich losträge, dann wird der Spast mies locker zerfetzt. Warte. Ah, hier sitzt Drop, ich dachte, da hat sich ein Beatboxer versteckt. Sorry. Ja, genauso den Spaß, den du bringst, den kann ich genauso bringen. Meine Güte, dann gewinn doch halt. Ich will nur meine Wohnung mit 50.000 Stickern verschönern. Alter, egal, was ich hier mache, Alter. Ich mache eine gute Figur und beim nächsten Mal habe ich eine lebensgroße Sticker-Statue. Time, Alter. Schöne erste Runde hier von Mighty P und diesen beiden MCs. Sehr schön. Kommen wir zur zweiten Runde. Hört genau zu, gebt den MCs die Aufmerksamkeit, die sie verdienen. Let's go. Was für Video-Battle. Dicker, 1, 2 Schellen, dann schick ich den Schmock weiter. Wer hat denn heute den Preis für Treue und Realness gewonnen? Ich glaube, mein Kollege aus der Julians Block-Cypher. Okay, Dicker.
Jede Frau braucht ja mal einen Schwanz, ne? Aber keine wollte deinen haben. Deshalb wollte der sich mit Online-Dating einfach machen. Dachte, wie mache ich mich attraktiv? Und kann es trotzdem noch bescheiden sagen. Bekam eine Nachricht von seiner heutigen Freundin, hat geantwortet und Folgendes da eingetragen. Mein Name ist Mick-Typ. Weiber schreien beim Anblick von meinem steifen Wahnsinn. Nach dem Sex mit mir braucht man stabile Seitenlage. Ich hab im Gesicht, auf der Brust und an den Beinen Haare und mach die Boss-Transformation, sodass meine Muskeln eisenhart sind. Ich liebe es, nach dem Training im Schweiß gebadet einzuschlafen. Ich hab so ein maskulines Gesicht. Ich arbeite ungeschminkt auf Geisterbahn und sieh nur so, oh, ist ja unglaublich, wie viel wir beide doch gemeinsam haben. Seitdem seid ihr zusammen, du und das fette Weibchen, die aussieht wie eine zurückgebliebene Version vom Undertaker zu seinen besten Zeiten. Digga, ich werd's dir keck beweisen, die ich brauch, um dich zu killen, nur eine Line, so wie Jack in Shining. Ey, ich werd den Penner besiegen. Du hast doch gerade gesagt, du nimmst Battle Rap so ernst. Ich hätte aus meinem anderen Battle auch noch paar Parts gegen tote Eltern rumliegen. Ja, nein, 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 nein. Sowas machen wir heute nicht. Nein, keine Sorge, alles gut. Sekunde. Okay, Dicker, sorry für den Schock. Seid ihr wieder da? Ich auch. Scheiße, bin wieder raus. Nein, Spaß. Yo, du willst battlen, du Fotze, du willst mich ficken, du Hund, mach langsam. Wie nennt man seine vergewaltigte Mutter weinend in ihrer eigenen Blutlache? Einen guten Anfang. Und dass deine Inzestfamilie weder vor Geschwisterliebe noch vor Sodomie auf Halt macht, ist auch klasse. Dicker, dein Vater ist gleichzeitig dein Onkel, dein Bruder und der Cousin von deiner Hauskatze. Dicker, du bist nach dem Battle der Verlierer. Ey, du Hänger, geh mal lieber. Du sagst zwar immer, dass du guten Sex und davon viel hast, nur leider sehen deine Partnerinnen aus wie ungeborene Kinder von Ciara, Kit und Jihan. Time. Schöne zweite Runde von okay. Cassius Clay. Mach mal Lärm. Berlin. Okay, Alter. Okay. Du sagst also, meine Sexpartner sind hässlich und entstellt. Digga, nimm das zurück. Jihan ist der schönste Mann der Welt. Ich liebe dich. Und jetzt noch mal ganz kurz, weil du über das Thema so rappst. Ich fasse dein ganzes Battle mit einem Wort zusammen. Kollegakomplex. Denn alles, was du erzählst übers Ficken, Digga, das ist übertriebener Scheiß. Wenn irgendwas daran stimmt, dann sag mir doch bitte, wie meine Freundin heißt. Julia. Julia. Sollen wir Janine mal fragen, ob sie Julia heißt? Ganz kurz. Heißt du Julia? Nein. Yo, guck mal ganz ehrlich, dieses Battle ist sick. Denn jetzt hat gerade ganz Deutschland gesehen, dass sogar meine Freundin dich im Battle fickt. Yeah. Okay, aber eine Sache muss ich noch sagen in diesem unterhaltsamen Fight. Digga, das mit Pisek war voll uncool, Alter. Überspring mal nicht diese Grenze von MC zur Menschlichkeit. Jeder ist mal krank, man sieht's an deinen Parts. Digga, war nur Spaß, Pisek, fick dich, du Spast. Und das hat einen gewissen Hintergrund. Das hat einen gewissen Hintergrund. Warum ich das jetzt sage und mich hier leider keiner leiden kann, ich hasse Menschen, die Verabredungen nicht einhalten können, Alter. Du weißt, was ich meine, Pisek. Okay, muss ich weitermachen? Halunkenbande interessiert mich nicht. Ist ja auch alles okay, ich muss nur noch eine Sache loswerden. Du rappst so gern über Mütter und das, wenn deine eigene Mutter so aussieht wie Ali Boumaier, Alter. Ganz ehrlich, Alter. Das meine ich eigentlich nicht wegen dem Aussehen oder sonstiges, du brauchst jetzt auch nicht so nah ranrutschen. Ich erwähne Ali Boumaier nur wegen diesem Schwanzlutschen. Das sagt er doch so gerne, Alter. Ganz ehrlich, scheiß auf die Feier. Ich gebe euch jetzt allen 3 Monaten Zeit, Alter. Dann ist Season 7 und dann fick ich euch alle. Ihr habt jetzt alle Zeit. Wer Eier hat, kommt her. Und wer nicht, der soll die Fresse halten, Alter. Time. Schöne zweite Runde von Mighty P und die beiden MCs. Macht mal Lärm, Berlin!
Ich glaube, für den Saisonabschluss insgesamt haben wir bis hierhin eine wunderbare Show gesehen. Deswegen bitte macht mal Lärm für die beiden MCs und alle, die heute am Start waren, Berlin. Irre das jetzt entscheiden, der Gewinner aus diesem Match bekommt 200 Euro, hat auf jeden Fall eine ganze Menge hier abgeladen und so. Und ja, und danach ist Sommerpause und noch ein Dangerous-Gutschein. Also auf jeden Fall ganz viel Liebe hier am Start. Ich hoffe, ihr beratet euch fleißig, auch das Gremium um Tierstar. Ladies and Gentlemen, zeigt mir eure Hände. Wir nehmen sie auf meiner rechten Seite, der hier angefangen hat mit seinen beiden A-Cappellas. Zeigt mir eure Hände für Cassius Clay. Ladies and Gentlemen, zeigt mir eure Hände, wenn ihr sie auf meiner linken Seite danach gelegt habt mit seiner A-Cappellas für Mighty P. Es ist unglaublich, aber wir haben einen neuen Champion! Und sein Name ist Mighty P. 200 Euro Gutschein von Dangerous. Und 200 Euro, ich will was sagen, Alter. Ich bin der motherfucking Champion, RV, siehst du das? Ey, ich muss auf jeden Fall was sagen, Alter. Wir haben jetzt hier 6 Jahre rum. Ich bin vor 6 Jahren hierher gekommen und konnte scheiß Mikrofon nicht halten, Alter. Und da hinten ist mein Homie Nico, Stefan, Sascha. Seit 6 Jahren treten wir mir den Arsch. Jetzt bin ich zum 3. Mal in 6 Jahren Champion und Season 7, Alter. Ich hab's versprochen. Dankeschön. Danke für alles. Cassius Clay, ein unglaublicher Sportsmann. Du kriegst Sticker von Deine Stadt klebt. Die kann man immer gut gebrauchen, Brudi. Willst du irgendetwas sagen, Alter? Ja, auf jeden Fall. Sorry für den Schock, so. Das hätte mir nicht passieren dürfen. Sein zweiter Bart, Alter. Die Geschichte mit seiner Freundin war... Dieser Moment war einfach da, Alter. Oh! Vollkommen verdient. Geil, dankeschön. Ja, liebe Leute, kommen wir nun zum letzten Finale in der 6. Saison hier in der Battlemania. Und ich habe neben mir Mighty P und Cassius Clay. Cassius Clay angetreten. Er ist extra nach Berlin gekommen, so. Battle war vorher abgesagt, trotzdem hat er gesagt, ich versuch's. Und Mighty P hat sich gesagt, naja, ich versuch das auch mal. Und hat dann gewonnen mit unglaublich, ungewöhnlich vielen Freestyle-Lines. Ich dachte, du hast mehr A-Cappellas, so. Was war los? Ich hasse A-Cappellas. Ich hasse das wirklich. Ich hatte auch ein bisschen Schiss. Als er den Münzwurf gewonnen hat, habe ich 5-mal gesagt, ich habe keine Parts. Dann hat er gesagt, ich fange an. Dann dachte ich, okay, dann freestyle ich halt. 10.000 Sticker ist auch eine Marke so. Und gegen Cassius Clay, weißt du, Alter. Ey, ich habe gewonnen, so. Ich freue mich darüber. Ich freue mich auch immer, wenn ich Gegner kriege, die ich vorher noch nie hatte. Und gerade Cassius Clay, so, wir haben seit Jahren so sporadisch Facebook-Kontakt. Wir sind cool eigentlich. Und ja, es war ein super Battle. So, die Leute haben viel gelacht. So. Es hat Spaß gemacht. Ja, mir hat das Battle auch Spaß gemacht. Ich saß ja im Gremium und dachte so, was kommt jetzt so? Weil, wie gesagt, ich dachte mir natürlich, klar, du wirst dich lange auf PSEC vorbereitet haben, kommst dann trotzdem hier hin. Wie war das? Hast du Parts genommen, die du fürs PSEC Battle hattest und seinen Namen gestrichen oder hast du neue Parts benutzt? Nein, also ich habe das Einzige, was ich gegen PSEC hatte, war die Textrunde im Halbfinale. Die hätte ich im Battle ein bisschen anders A Cappella gebaut. Ich habe jetzt auch noch ein Beat umgewandelt, sodass man die rappen kann und als Textrunde nehmen. Aber jetzt, ich habe halt neu geschrieben, aber das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn ich hier hinkomme, er hat nur gefreestylt. Das ist scheißegal, wenn man anfängt zu schreiben, man kommt hier hin, man hat Lines, egal wie viel Zeit man hatte, entweder die sind gut genug oder nicht. Ich glaube, nach der ersten Runde, weil ich eben Parts hatte und du gefreestylt hast, war ich vorne. Also sehe ich so, ich fand, meine erste Runde war besser als deine erste Runde. Und dann habe ich in der zweiten Runde dir halt Material geliefert, ein kleines bisschen. Hab gedacht, okay, da kommen ein, zwei Konzer und habe wirklich unterschätzt, wie weit du mittlerweile in diesem Freestyle-Film bist. Weil ich glaube, das, was du da in der zweiten Runde Freestyle gemacht hast, das wäre auch den ganz Großen, die hier gewesen sind. Die hätten das mit der Freundin zum Beispiel nicht so umgesetzt. Dass du mir noch das Mikro hinhältst, weißt nicht, was ich sage. Ich sag was, eine Sekunde später hast du geschaltet, gehst zu deiner Freundin, lässt dann noch von ihr die Line, du hast mit der Dicker. So, also ich sehe es als ein gutes, ausgeglichenes Battle, aber für deine Spontanität und Kreativität in der zweiten Runde gönne ich dir das auf jeden Fall. Ich finde es einen coolen Move, dass du ein bisschen von der Kohle abgedrückt hast, aber wie wir alle wissen, so, du warst im Halbfinale im A Cappella, der dritte Part von Mick Typ zerrippt alles, Alter. Ich hätte es wissen müssen. Ja,
Das kann ich genauso unterschreiben. Ich habe im Gremium dich auch in der ersten Runde vorne gesehen. Und dann war aber einfach dieses Momentum, Alter. Er hat Freestyle-Sachen gebracht, wo ich als jemand, der Freestyle extrem feiert, echt gesagt habe, Mighty P, Alter, du Penner. Geile Nummer so. Geiles Finale. Ich freue mich auf die nächste Saison. Ich freue mich auf die Battlemania. Hoffe, dass du wieder dabei bist. Hoffe, dass du auch wieder dabei bist. Und hoffe, dass ihr dabei seid. MCs zu Hause, guckt euch das an. Wenn ihr die Jungs hatet, kommt und fickt sie. Wenn ihr die Jungs bewundert, kommt her und freut euch, gegen sie zu rappen. Denn ihr wisst, Alter, nach dem Battle ist vorne im Battle. Bis zur nächsten Saison. Peace.